Ja, war alles dabei, wie man so sagt. Also Elfmeter, Ausschluss und viele Tore, aber ich denke, die letzte Viertelstunde haben wir uns das Leben selber schwer gemacht durch das blöde Tor, was wir kassiert haben. Wir hätten viele Konter besser ausspielen können, aber nichtsdestotrotz sind wir sehr, sehr froh, dass wir das Spiel heute gewonnen haben. Ja, man darf nicht vergessen, wir spielen ja hier nicht im Freundschaftsspiel irgendwo, sondern wir spielen in der Europa League und das ist der rumänische Meister. Wir spielen ja nicht gegen irgendwen. Und wir haben hier 3-2 gewonnen, waren eigentlich bis zum 3-1, 60, 65 Minuten sehr souverän. Vielleicht, ja, fehlt, der eine oder andere hat noch nie im Europacup gespielt, in einer Gruppenphase. Und die Mannschaft wird sich weiterentwickeln. Aber ich glaube generell, die letzten Spiele sind wir doch sehr konstant aufgetreten. Ja, wir haben eigentlich ganz gut gespielt. Wir haben 2 unnötige Tore bekommen, würde ich sagen. Ja, dann am Schluss haben die vielleicht noch eine zweite Luft bekommen, aber wir haben das gut über die Bühne gebracht und würde sagen, dass es auch verdient war. Wir hätten auch noch ein Tor oder 2 Tore mehr schießen können. Na, auf keinen Fall ist eine schöne Momentaufnahme, das nehmen wir mit, aber ja, wir wollen weiterarbeiten. Also für uns ist das nicht das Ende, dass wir da auswärts gewonnen haben, sondern wir wollen, unser Ziel ist es, in der Gruppe Zweiter zu werden und das peilen wir auch Vollgas an und ja, wir hoffen, dass es aufgeht. Ja, der Gegner war stark. Aber wir haben es in der ersten Halbzeit sehr gut gelöst, spielerisch. Nur haben wir ihn leider in der zweiten Halbzeit nachgelassen, aber nichtsdestotrotz haben wir am Ende die 3 Punkte geholt, auswärts. Wie gesagt, war nicht einfach das Spiel, aber war ein sehr hart gekämpftes Spiel und am Ende die 3 Punkte geholt. Nein, ist relativ spontan momentan. Ja, wir haben was vorgehabt. Wir haben was vorgehabt. Aber haben uns dann kurzfristig entschlossen, dass wir ihn direkt schießen und ja, hat gut gepasst, glaube ich. Freut mich natürlich sehr, dass ich so ein schönes Tor gemacht habe. Aber du hast halt immer nur ein Tor, auch wenn es schön ist, auch wenn es nicht schön ist. Und am Ende zählt, dass wir heute den Sieg mitgenommen haben und das ist sehr, sehr wichtig für uns. Na, also Zeit hat man natürlich nicht viel zum Nachdenken im Fußball. Ich glaube, wer nachdenkt, hat verloren, so kann man das sagen. Aber ich habe im Augenwinkel gesehen, dass der Tormann nicht ganz auf der Linie steht und wollte einfach den Ball über den Tormann drüber bringen und dass das dann so schön geglückt ist, ist sehr gut. Ja, ich bin schon glücklich, dass ich so ein Debüt hatte. Schöner wäre es, wenn ich kein Tor bekomme, aber ja, was soll man jetzt machen? Am Ende sind die 3 Punkte da und alle sind glücklich. Ja, Ossi, immer wenn er spielt, bringt er seine Leistungen. Ich bin sehr zufrieden mit ihm und er hat uns auch gerettet mit dem einen Schuss, was er gehalten hat. War super und ja, bin stolz auf ihn. Unser Plan war es heute zu gewinnen. Dann hast du, weil wir gewusst haben, die Auslosung kann sehr gut für uns sein. Wir haben jetzt ein Heimspiel gegen Viktoria Pilsen. Das wollen wir natürlich, Heimspiele wollen wir vor allem gegen Viktoria Pilsen gewinnen. Und sollte uns das gelingen, dann schaut es einmal ganz gut aus. Aber wie gesagt, das Euroleague, Viktoria Pilsen, ist eine sehr, sehr gute Mannschaft und ist kein Honigschlecken und kein Wunschkonzert. Von dem her wird da eine sehr gute Leistung benötigt. Wir haben jetzt einmal den ersten Schritt gemacht. Haben am Sonntag ein sehr, sehr wichtiges Spiel in der Meisterschaft gegen Salzburg. Dann haben wir Cup, dann wieder Meisterschaft und dann kommt erst die Euroleague. Also wir müssen einmal unser tägliches Brot in der Meisterschaft erledigen. Und in 2 Wochen können wir uns dann mit dem nächsten Schritt in der Euroleague befassen.